Auf der Stufe Agrotechniker HF die Thematik Pflanzenbau, Ackerbau beschreibt hier auf diesem Blatt die Inhalte der Lernziele für die nächste bevorstehende Prüfung und ja, betreffend wann sie stattfinden wird und wo sie dann auch durchgeführt wird, zusammen mit der Parallelklasse, da zwei solche Lehrgänge ja, stattfinden und so alle zusammen auf dem gleichen Niveau mit den gleichen Inhalten diese Prüfung schreiben werden können. Und ja, hier die Hilfsmittel, der Wirtskalender und noch die weiteren. Und das ist dann hier der Inhalt, der Düngung, die hier thematisiert werden. Dann noch weitere aufgeführt sind. Und ja, sogar noch eine Rückseite, die hier noch erwähnt sind. Diese Inhalte wurden ja thematisiert. Das Hilfsmittel zu sind diese zwei Büchlein, die dürfen da verwendet werden. Und ja, die Voraussetzung ist natürlich, dass diese zuvor für die Übungen, die wir bereits erhalten haben, gebraucht wurden, um deren Verwendung, Anwendungen, weil das sind ja diese für dieses aktuelle Jahr 23 und demzufolge ist es auch wichtig, das zu kennen und nicht die Versionen der vorgängigen Versionen. Und ja, das einfach hier, das ist das eine und Betrieb und Familie, aber Inhalte geht es dann um den Futterbau, Ackerbau, dann ist dieses hier, obwohl das Thema natürlich individuell gewählt wurde und hierbei geht es um den Bereich der Unterlagen, welche aus dem Lehrmittel aus der Zeit, als ich eine Zweitausbildung Berufs ja, als Landwirt gemacht habe, nachdem ich Landwirt gelernt habe und habe das aus diesem Ordner geholt, aus dem Archiv sozusagen, da das ja in der Tat bereits als gelernt gilt. Und sozusagen darauf aufbauend dieser Lehrgang nun ja stattfindet. Und tatsächlich war es bei mir so, dass ich in den Berufsfachfächern gerade so knapp die Erwartungen erfüllt habe. Und es wäre hier vorteilhaft, mit einer besseren ja, Kenntnisse, Vorkenntnisse in diesen Lehrgang zu starten, da ja darauf aufbauend dieser Kurs stattfindet und das folgende zum Thema geht um die entsprechende Fruchtfolge planen, also die jeweilige Jahreszeit mit den entsprechenden Kulturen, die da fortlaufend stattfinden. Und dann gibt es einfach einige Fallbeispiele, die hier thematisiert werden, oder dann natürlich hier inhaltlich, die da in diesen drei Berufsjahren ja, unterrichtet wurden und auch dann hier diese inhaltliche Angaben explizit zu dieser Thematik. Das wird als vorausgesetzt erachtet, um dann aufbauend auf dieser HF-Stufe danach die Prüfung schreiben zu können. Hier dann die Ziele sozusagen, die entsprechende Fruchtfolge, was da entsprechend als Grundlage gilt. Und ja, das ist einfach das Verständnis dafür, dass aufeinanderfolgende der einzelnen Kulturpflanzen oder Kulturpflanzengruppe im Laufe der Jahre auf einer bestimmten Parzelle oder anders gesagt auch Schlag erfolgt. Und dann einfach diese Elemente, die aufgeführt sind, die hier zur Anwendung kommen. Genau, und das, was sozusagen am wichtigsten ist, zu erkennen. Das, was ja immer betrifft, das sind sogenannte diese Krankheiten, die da von einer Kultur auf die anderen übertragen werden. Und diese individuellen Krankheiten, Schädlingen, diese zu kennen und die entsprechend auch dann mit der richtigen Pflegemaßnahmen dann für sich so zu nutzen zu können. Und in der Tat gilt auch bei jeder die sogenannte
Produktionsquoten, die da zur Grundlage liegen und auch die Menge der produzierenden Fläche auch quotenmäßig einschränken tun. Und das ist das Fundamentale. Und es ging tatsächlich los mit der Thematik Getreide, welches thematisiert wurde. Hier einige Beispiele zu den entsprechenden Kulturen, die so daherkommen und natürlich dann diese ganz klassische inhaltliche Angabe, einfach ein Beispiel dazu, wie das da entsprechend dann daherkommt und das Ganze zur Kenntnis zu nehmen. Ich habe mir das Ganze einfach mal durchgelesen, nebst dem, dass die ganzen Unterricht schon thematisiert wurde und da gibt es einfach etliche Tabellen. Hier etwas sehr Schönes mit diesen Wachstum, Regulatoren, die hier aufgeführt sind. Also das ist das eine Thema. Das andere, was da thematisiert wurde, ist inhaltlich der Raps. Das sind sogenannte Ölsaaten. Und hier beispielsweise beim Pflanzenschutz gibt es den Rapsglanzkäfer, den zum richtigen Zeitpunkt zu erkennen und ihn auch dann zu behandeln zu können, damit er keinen allzu großen Schaden anrichtet tut und der Ertragsaufbau von diesen einzelnen Kulturen hier thematisiert werden und die Vorteile, die Aufbau dieser Kulturen und dann hier, wie die Saat, so die Ernte, wird einfach inhaltlich, worauf dann auch geachtet wird, sobald das dann hier vor der Ernte geändert werden kann. Das ist das eine. Und dann letztendlich noch natürlich das wichtigste Thema, die Wirtschaftlichkeit. Lohnt sich das Ganze dann auch anzubauen zu können? Da ist natürlich auch mit einem entsprechenden Betriebsspiegel von einem Betrieb, der hat da entsprechende Fruchtfolge. Und dann ging es darum, das Ganze mal zu anwenden zu können an einem praktischen Beispiel, also Fruchtfolge, früher oder später, Kernkommunikationen, Wirtschaftlichkeit, der Bund- oder Assoziationsbranche und dann auch die Richtlinien der IB Suisse und Ersatzkulturen für die Gerste, die hier auch wichtig sind und entsprechend thematisiert werden. Und mit Hilfe eines sogenannten Kennzahlen-Bundsprache-Gütschein, wo anhand von einem Teilbudget dann eine Kultur, die existierende, berechnet und dann anhand von einer anderen Kultur, die gerne angesät, angepflanzt werden möchte, ob das dann wirtschaftlich aufgrund von der entsprechenden Berechnungsgrundlage auch wirklich mehr bringt oder zumindest gleich viel bringt, aber die Freude daran an dieser Kultur einfach etwas größer ist als an der bestehenden, da letztendlich es auch von der eigenem Interesse abhängig ist, ob das, was angesehen wurde, auch mit Freude dann über diese Zeit gepflegt wird, die Aufmerksamkeit erhalten bleibt für die Kontrolle der entsprechenden Krankheiten oder entsprechende Schädlinge, die befallen werden können. Sonst ist natürlich das auch etwas eingeschränkt. Ja, und das ist somit der Inhalt. Und dann wird es einfach berechnet und sozusagen ist das, was das umfasst. Und natürlich gibt es auch noch die anderen Fächer. Da habe ich tatsächlich noch die Möglichkeit, eine Nachprüfung zu schreiben. Und somit, weil ich zu Beginn dieser Lehrgang, dieser berufsbegleitende Ausbildung, überraschenderweise das Corona positiv getestet wurde und demzufolge anfänglich gestartet war, als schon die erste Prüfung stattfand, kann ich diese noch entsprechend nachschreiben und kann dadurch hoffentlich auch meinen Notendurchschnitt etwas anheben. So kommt es dann darauf an, welche Ergebnisse ich dort erzielen werde, um dann den Gesamtdurchschnitt, der da entsprechend auch vorausgesetzt wird, zu erreichen. Und das wird dann entsprechend der Fall sein. Ich bin selbst sehr gespannt,
wie sich das Ganze weiterentwickeln wird, das Niveau und auch die entsprechenden Umstände dazu, was da alles benötigt wird, vor allem auch das Vorwissen, worauf aufgebaut wird und mit Hilfe von diesem Wirtskalender, welcher ja als Grundlage gelten, richtig zu verwenden zu können, die richtigen Daten aufzuschreiben, am richtigen Ort, bei der Frage, Antwort, um die möglichst Punktzahl erreichen zu können. In diesem Sinne, danke für deine Aufmerksamkeit und ja, bin sehr gespannt. Falls du Fragen hast, nutze die entsprechende Möglichkeit.